Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Jetzt hätte ich mich fast versprochen und Donkey Kong Country Returns gesagt. Ja, wir sind immer noch in der sechsten Welt. Das Level 6a Igloo Irrsinn wartet auf uns. Das ist so ein Level, dadurch, dass ich das Spiel nur zu einmal zu 100% gespielt habe, kann ich mich da nicht so gut dran erinnern. Wahrscheinlich werde ich gleich fluchen und sagen, ach, das Level. Oder ich sage, das Level. Oder ich sage, das Level. Ja, eins von diesen dreien. Okay, ich erinnere mich, glaube ich, doch tatsächlich gerade wieder. Das ist, meine ich, gar nicht mal so schwer gewesen. Hier muss man immer die Explosionen aktivieren und sich dann so ein bisschen... Der Typ geht mir ein bisschen auf den Sack, den töten wir mal gerade. Was muss ich hier... Muss ich da draufhauen? Ja, man muss ja so ein bisschen die Explosionen alle vorbereiten und... ja, hier wieder zurückhüpfen. Das ist so ein bisschen... Ja... Puzzle will ich nicht sagen, aber es ist so cool. Es ist so ein interaktives Level. Das ist wirklich sehr schön. Es gefällt mir sehr gut. Die Hauptsache ist hier nur keinen Buchstaben zu verpassen. Deswegen gucke ich gerade mehr in den Hintergrund als irgendwo anders hin. Aber es muss ja jetzt hier... Oh. Da war ich fast zu langsam. So, da ist der erste Buchstabe. Der relativ einfach zu holen war tatsächlich. Ach, ich mag diese, ich liebe dieses Spiel. Einfach, es ist so ein schönes Spiel. Ich glaube, wenn ich das hier, das Let's Play durch habe, scheiß drauf. Ich mache direkt ein neues Let's Play. Es gibt nur noch Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze Let's Plays auf diesem Kanal. Alles andere ist mir egal. Ich will nichts anderes mehr machen. Mein ganzes Leben wird nur noch aus Toten bestehen. Nein, es ist ein super Spiel. Ich liebe es einfach. Und mir gehen langsam die Leben aus, sehe ich gerade. Das ist nicht sehr schön. Oh, hätte ich da springen müssen schon? Okay. Da habe ich mich so ein bisschen vom Timing vertan. Ich dachte, ich kann da noch eine Sekunde draufbleiben. Da habe ich mich wahrscheinlich zu sehr auf das Spielen hier gerade gefreut. Das ist... Ach, immer freut er sich. Er hat etwas Spaß während des Let's Plays. Er macht das hier nicht für Geld. Oh, scheiße. Ja, die Stelle kann ich irgendwie nicht offensichtlich. Drei Tode in kurzer Zeit sprechen auf jeden Fall dafür. Nee, hier Let's Player, die Spaß an ihrer Arbeit haben, das ist doch... Ja gut, das ist ja nicht mal meine Arbeit. Wie, der macht das freiwillig und verdient damit kein Geld? Ist der absolut bescheuert? Ist der dumm? Und dann spielt der Donkey Kong, das ist doch schon voll... Oh, nein! Okay, das war jetzt ein dummer Tod. Ich wollte einfach so ein bisschen rumrollen und rumblödeln. Ein blöder Tod. Nee, der nimmt hier ein Spiel auf, das ist ja schon... Das ist von 2014, das ist ja schon fast zum Zeitpunkt, ist ja auch noch 4 Jahre alt. Das ist ja viel zu alt. Da muss hier jedes Spiel, was am Beginn rauskommt, sofort Let's Playen. 100%. Jeden Tag 4 Parts. Seinen Job kündigen. Irgendwie sowas. Nee, keine Angst. Das hier ist ein Hobbykanal. Ein schöner Hobbykanal, aber ein Hobbykanal. Da muss ich hier eventuell Angst... Angst? Überforderung? Scheiße, ich muss mich umbringen. Okay. Das ist schon nicht ganz so ohne. Ich muss sagen, ich habe das Level ein bisschen unterschätzt. Gebe ich ganz offen zu. Kann ich jetzt ja sagen, ich bin relativ oft gestorben, deswegen nimmt man mir das, glaube ich, ab. Oh Gott, wo war ich jetzt eben stehen geblieben? Ich glaube, ich habe nur so ein bisschen rumgeblödelt und mich über die Leute lustig gemacht, die nur... Let's Player gucken. Tatsächlich, worüber ich auch mal reden könnte, aber jetzt nicht in diesem Part. Ihr könnt mich gerne nochmal wieder daran erinnern, wieso meine Verwandten und Freunde und so zu dem Thema stehen. Da würde ich jetzt normalerweise drüber sprechen, wenn ich mich nicht todeskonzentrieren müsste, aber leider ist es gerade etwas schwierig. Oh Gott. Nein! Oh Gott, ey. So schwer ist das doch gar nicht. Vielleicht ist das Level danach ja leicht, dann kann ich das Thema nochmal aufgreifen. Ich kann mich, also ich erinnere mich an das Level, aber ich habe es jetzt echt nicht als schwer in Erinnerung gehabt. Ich habe das so als, ach, das ist so ein Level, das ist nett. Da schafft man First Try in Erinnerung. Und das davor, im letzten Part, das ist eigentlich so das, wo man immer stirbt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber okay. Ach, jetzt wurde ich schon wieder getroffen.
Aber das ist hier nicht Honig, was ich hier gerade abliefere. Okay. Da war ich zu langsam. Aber seien wir optimistisch. Ich habe ja noch 30 Leben Zeit, dieses wunderbare Level hier zu schaffen. Auch wenn ich hier wieder fast runtergefallen wäre. Ey, krass. Und nach diesen wunderbaren 30 Leben werde ich bestimmt eh wieder neue Leben eingesammelt haben. Weil ich ja andauernd Bananen einsammle. Und zudem habe ich noch die Bananenmünzen, von denen ich mir eventuell auch noch das ein oder andere Leben kaufen könnte, wenn ich wollte. Den Job hatte ich ja schon mal in einem der ersten Parts, glaube ich, gezeigt. Ich habe das O, sehr gut. Sehr gut, nächster Checkpoint, jawohl, es geht voran. Okay. Wieso hat er sich da nicht festgehalten? War ich zu niedrig? Das ist... Ich weiß, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in diesem Let's Play, aber es zieht sich irgendwie so hier immer durch. Ein Level gut, ein Level schlecht. So wirkliche Konstanz, um hier Speedruns zu machen, habe ich nicht. Aber gut, das will ich auch nicht. So, hier ist jetzt ein bisschen... Beeil dich, blöder Penner, sonst stirbst du. Boah, das wäre eine gemeine... Wobei, so gemein wäre der Buchstabe auch nicht gewesen. Mir fehlt noch einer, glaube ich, ne? Ein kleiner Buchstabe müsste mir eigentlich noch fehlen. Der jetzt hier hoffentlich gleich irgendwo ist, um meine Nerven so ein kleines bisschen zu beruhigen. Wobei, was heißt Nerven beruhigen? Ich bin absolut tiefenentspannt. Da habe ich mich schon tot gesehen. Hier haben wir einen Checkpoint. Mir fehlen noch zwei Buchstaben. Okay, das ist nicht gut. Und das war auch nicht gut. Ach ja. Was ist los? Wieso spiele ich gerade so schlecht? Niemand weiß es. Okay, das war nicht gut. Der Spieler ließ sich dazu verleiten, normal zu springen. Aber der Spieler hätte doch wissen müssen, dass er hier eigentlich so weiterspringen muss. Wieso wusste er das nicht? Okay, hier ist das N. Wie geht's hier weiter? Hallo? Ja, kaum sind's die Level, die er nur einmal gespielt hat, schon verkackt er. Voll der Noob ist das. Ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Oh Gott. Diese Gefühle sind im Moment Trauer und könnten sich zu Hass entwickeln. Okay, da ist Scheiße. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur auf Münzen geachtet. Mögliche... Wunderbare Kong-Münzen. So, jetzt könnte das Level durchaus mal vorbei sein. Irgendwann ist auch mal gut. Aber cool. Es ist ein cooles Level. Also, ich muss ehrlich sagen, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich habe das Level unfassbar unterschätzt. Ja, peinlich. Was die Tode angeht, aber naja. So, die Frage ist, wie viele Level habe ich noch? Lohnt es sich, einen längeren Part zu machen oder zwei Parts? Ich muss mal gerade gucken, wie ich mich entscheide. Und dann wird der Part wahrscheinlich Überlänge haben. Tropfstein Inferno haben wir hier noch. Ich glaube, dann kommt schon das letzte Level. Magma Mia. Magma Mia ist schwer. Aber wisst ihr was? Selbst wenn dieser Part Überlänge hat, dann ist das so. Ich ziehe das jetzt in diesem Part noch durch. Und dann, ja. Schauen wir mal, was noch alles so passiert in diesem wunderbaren Projekt. Okay, da fällt irgendwas runter. Oh, ich liebe diese Musik. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so schön. Eigentlich traue ich mich gar nichts. Geht das kaputt? Ja. Eigentlich will ich gar nichts sagen, weil meine eklige Stimme dieses wunderbare Kunstwerk der Musik einfach nur kaputt macht. So. Aber dieses Spiel spielt sich auch wirklich so gut. Ich muss ja nochmal hier... Ach, viel Off-Topic-Gelaber in den letzten Parts, aber nochmal hier so eine Liebesgeschichte am Ende raushauen. Es ist einfach ein unfassbar verdammt gutes Spiel. Und ich wünschte, jeder Mensch auf der Welt, der eine Switch und eine Wii U hatte, würde dazu gezwungen werden, dieses Spiel zu spielen. Und die anderen würden sich auch dazu gezwungen fühlen oder würde man nötigen, weil... Leute... Scheißt auf alles der Welt. Zockt Donkey Kong. Zockt dieses Spiel. Es ist schön. Es ist so schön.
Glaubt mir, wenn ihr dieses Spiel noch nicht gespielt habt und das Switch habt jetzt, also jetzt mal ohne Scheiß, ohne jetzt übertrieben wieder zu sein wie gerade eben, aber es ist für alle Switch-Besucher, finde ich, ein Must-Have-Kauf. So, das Ding kann ich runterhauen. Das habe ich gelernt, weil ich in meinem letzten Stream, wo ich das gespielt hatte, andauernd gestorben bin, weil ich da kein Leben mehr übrig hatte und immer auf einen Treffer angewiesen war von diesem Rad. Aber man kann das Rad ganz einfach darunter stampfen. Und dann, ja. Kann man das auch problemlos ohne Treffer schaffen. Das ist hier gerade viel zu einfach. Es läuft viel zu gut wieder. Wieso läuft das schon wieder so gut? Wahrscheinlich habe ich einen Buchstaben vergessen. Würde ich zumindest von ausgehen. Oh, oh. Okay, das war ein bisschen eklig zwischendurch. Achso, der muss ich wahrscheinlich auch wieder kaputt machen. Na, komm. Komm, Donkey. Muss ich hier hauen? Dankeschön. Ah, okay. Ich glaube, hier kommt nochmal eine echt fiese Stelle. Dachte ich zumindest. Ja, genau, weil das einbricht. Ah, okay. Es kommt hier gleich ein ekliges G. Ich erinnere mich. Da bin ich ein paar Mal vorbeigehüpft. Da musste ich, glaube ich, irgendwie warten oder so. Ja, und vielleicht sollte ich auch mal die anderen Fässer treffen. Wann war der letzte Checkpoint? Okay, geil. 100 Jahre her. Ne, ich meine, das G wäre hier nochmal echt richtig widerlich gewesen. Bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher tatsächlich. Ich will jetzt nicht nochmal Pause drücken und gucken, ob ich das G habe. Weil ich das gerade schon gemacht habe. Aber wenn ich privat spielen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal drauf drücken. Wieso treffe ich das Fass nicht? Es ist nicht zu fassen. Ha, 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 was für ein schlechter Wortwitz. Was für ein schlechter Wortwitz. Oh Gott. Ja, das ist jetzt wieder, weil ich das so ungeduldig jetzt hier noch beenden will, ne? Weil ich jetzt denke, ah ja, schnell das Level hier noch, weil dann kommt noch ein richtig ekliges Level und dann, ja, geht es zum ersten von vier finalen Leveln. Glaub mir, du willst da gar nicht hin. Du willst eigentlich noch hier dieses Level genießen. Warum spielst du hier so schnell? Es wird gleich echt schwer werden. Ja, ich weiß. Ja, du hast ja schon recht eigentlich. Inneres Ich. So, wo war das? G. Ah, okay. Scheiße, ich muss mich umbringen. Ach. Ja, das G ist eklig. Meine Erinnerung war tatsächlich korrekt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was kann ich mir jetzt von dieser Erinnerung kaufen? Nichts. Du musst es nur nochmal schaffen, tatsächlich. Ja. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da bin ich fast optimistisch. Und wenn ich fast meine, sage ich. Wenn ich fast sage, meine ich. Relativ tatsächlich. Spring in das Fass. Wieso treffe ich dieses Fass nicht? Hm. Naja. Sehen wir es entspannt. Jetzt wäre ich auch wieder hier fast runtergefallen. Also wenn das so weitergeht, muss ich das nächste Level tatsächlich im nächsten Part machen, wenn es jetzt hier zu lang noch dauert. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber das ist dann nun mal so. Okay. Wieso treffe ich dieses Fass nicht? Muss ich etwa wieder den Trainer entlassen? Eigentlich will ich den Trainer nicht entlassen. Der hat auch nur einen Job und eine Familie und muss diese mit seinem Trainerjob bezahlen. Ich muss nur diese eine Stelle schaffen und dann noch das G einsammeln. Das ist nicht so schwierig.
Das schaffst du. Ich glaube an dich. Jetzt rede ich schon mit mir selber. Wobei, das mache ich ja eh die ganze Zeit. So, und hier warten, oder? Hä, wie soll man das denn schaffen? Ich verstehe das gar nicht. Bin verwirrt und enttäuscht und traurig und erniedrigt und gedemütigt und desillusioniert. Aber wenn ich eins nicht bin, dann wütend. Nein, nein, wütend bin ich nicht. Oh, Donkey Kong, würdest du jetzt bitte diese scheiß G holen? Ich habe dein Spiel die ganze Zeit gelobt. Jetzt musst du auch mal was für mich tun. Okay, so geht das. Mach einfach hin. Mach einfach. Schieß. Oh Gott. Nein! Oh! Okay, das nächste Level wird es definitiv nicht in diesem Part geben. Ja, aber seht's positiv, morgen kommt dann wahrscheinlich der nächste Part und dann seht ihr das Level dann. Und ich werde da auch oft sterben. Das kann ich euch definitiv versprechen. Also ich hatte das hier schon ein bisschen tricky in Erinnerung mit dem letzten Buchstaben, aber so schwer jetzt nicht tatsächlich. Ich glaube, ich bringe mich gleich um. Also was würde Zenyatta aus Overwatch jetzt machen? Ich glaube, er würde mich beruhigen wollen. Problem ist, ich war bisher zu ruhig und jetzt mit zu ruhig habe ich es nicht geschafft. Und jetzt werde ich langsam wütend. Und die Wut ist aber nicht gut. Auch wenn sie sich reimt, aber die Wut führt mich auf die böse Seite, auf die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite der Donkey Kongs. Und ich will nicht auf die dunkle Seite. Ich will auf die helle Seite des Sommers, wo man Bananen essen kann, ohne von irgendwelchen Eispinguinen und riesigen Nashörnern, Nilpferden wollte ich eigentlich sagen, angegriffen zu werden. Wo man nicht durch eine Wasserwelt muss, wo man nicht von einem Eisbär angegriffen wird, weil man sein Eis kaputt macht. Nein, ich will Frieden und endlich dieses scheiß Level schaffen. Leck mich doch, Donkey Kong, ich hasse dich. Aber das Traurige an der ganzen Sache ist ja tatsächlich, ich habe ja angekündigt, es wird ein Überlängenpart, weil das Level danach noch kommt. Und jemand, der dieses Video jetzt sieht oder am Anfang sah, dachte so, ah, 25 Minuten, geil, der schafft jetzt alles. Aber in Wirklichkeit sitze ich jetzt wahrscheinlich 15 Minuten dann in diesem Level, um mir das G einzusammeln. Aber ich sehe es auch mal anders, weil ich habe ja bei den K-Leveln ziemlich viel geschnitten und das wird bestimmt den ein oder anderen nerven. Ey, was ist denn hier mit mir los? Bin ich eigentlich vollkommen verblödet? Nee, da wird es immer wieder Leute geben, die das nicht gefällt mit den vielen Schnitten. Und denen sei gesagt, ja, wenn ich nicht schneide, sieht das halt immer so aus wie hier. Oh, ey. Kann dieser Eiszapfen denn mein Fass treffen, ohne dass ich sterbe? Das ist die, was ich nicht weiß, ne? Weil ich habe jetzt gerade verzweifelt losgeschossen, weil ich dachte, wenn der Eiszapfen mich trifft, dann ist es doch vorbei, oder? Oh, ey. Vielleicht sollte ich aufhören. Aber das Problem ist, ich kann jetzt gerade nicht aufhören. Ich bin mitten im Level. Und ich will nicht aufhören. Ich will einfach nicht. Das wird jetzt eiskalt durchgezogen, bis das Level zu Ende ist. Wenn der Part 34 Minuten geht, dann ist das so. Ach, leck mich doch, du dämlicher, verhunzter Pinguin. Ach, es ist so traurig. So traurig wie diese Musik. Aber nicht so schön wie diese Musik. Also falls sich das der ein oder andere denkt, nein, ich sterbe hier nicht oft, absichtlich so oft. Das ist tatsächlich nicht so der Fall. Ist es so schwierig, dass er so oft stirbt? Ich sag mal so, es ist schon nicht einfach, aber
Langsam wird es ein bisschen peinlich tatsächlich. Das ist dann dieser Moment, wo man sich dann überlegt als Let's Player, was mache ich? Schneide ich tatsächlich? Ich will nicht schneiden. Nein, ich schneide auch nicht. Oh, jetzt kriege ich dieses G wieder nicht, ey. Oh. Tja. Lasst euch das eine Lehre sein. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt runterfalle, dann schreie ich. Ruhig bleibe. Das ist hier doch kein K-Level. Warum? Ich. Na gut, vielleicht sollte ich auch einfach mal ruhig sein. Und dann. Was ist denn hier los? Wieso schaffe ich diesen Sprung denn nicht mal mehr? Ich bin hier gerade vollkommen neben mir. Das ist jetzt dieser Vorführeffekt, weil man etwas nicht schafft und dann... Ach, ich bring mich gleich um. Ja, wenn man etwas nicht schafft und dann läuft es nicht und dann ist man in dieser Negativspirale. Ich mache jetzt mal hier meinen Reißverschluss hoch. Das wird unglaublich viel bewirken, wie ihr gleich merken werdet. Wieso schaffe ich dieses Level nicht? Ich halte jetzt einfach mal die Schnauze gerade. Vielleicht schaffe ich es dann direkt. Das ist jetzt nicht das... Oh. Ich bin jetzt nicht wirklich gestorben, weil das am Ende noch nicht fertig war. Ach, Mama. Ich habe mir Aua gemacht. Kannst du bitte pusten kommen? Ich will nicht mehr. Ich will dieses Level endlich geschafft haben. Mama, ich stütze alles ein. Das will ich nicht kommentieren. Aber eins sage ich euch, wenn ich hier Game Over gehen sollte, dann schneide ich das nur rein. Ich werde das nicht im letzten Part nochmal spielen. Das heißt, ihr werdet mich höchstens nur noch 12 Mal sterben sehen. Vielleicht auch 10 Mal. Keine Angst. Was ist denn hier los? Das macht Domtendo aber besser als du. Ja, ich weiß. Ich schäme mich auch. Konzentrieren. Oh Gott. Wenn jetzt mal nichts Dummes passiert, dann habe ich es geschafft. Okay, das beantwortet meine Frage, Mann. Wie soll man da denn ohne Treffer durchkommen? Ich hatte ja befürchtet, dass der Trick ist, dass man einfach in dem Ding drin bleibt, wenn man von einem Eisstachel getroffen wird. Aber wie soll man da denn ohne Treffer durchkommen? Ich verstehe das gar nicht. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich werde von diesem Level hier träumen. Oh ja. Also es tut mir, wie gesagt, leid, dass ihr dieses Video hier angucken müsst. Wahrscheinlich habt ihr auch schon längst abgebrochen. Und denkt euch, okay, jetzt schneid doch endlich. Aber nein, ich schneide nicht. Bin ja kein Sichlor. Oh, das war verdammt knapp. So, ich werde da jetzt gleich einfach, wo diese Eisstacheln sind, volle Kanne einfach durchpacen, ist mir scheißegal. Ja, und natürlich werde ich getroffen. Alter, es ist... Oh, ich habe Angst, daneben zu springen. Wie kommt man da denn hin? Alter, ich hatte so Angst, dass ich da jetzt runterfalle. Ey, ganz ehrlich, Nintendo, dieses Level ist nicht schwierig, aber das G ist schon eklig.
Ja, ich möchte mich entschuldigen für die Leistung in den letzten 10 Minuten. Es tut mir leid. Vielleicht wird es im nächsten Part besser. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im letzten Level vor dem Boss. Und dann vielleicht auch den Boss, je nachdem, wie ich mich so anstelle. Bis denn, macht's gut und ciao.